Hallo an das Kollektiv der Schützen. Es ist Zeit für euren Wochenausblick. Oh, die Prüfung, die Aufgabe des Loslassens. Fünfter Kelche, ja. Alter Ballast darf hier rausgenommen werden, damit ihr wieder in eure Investitionsbereitschaft reinkommt. Hier hat jemand sicherlich schon viel erreicht mit den Federmünzen, aber hält gerade krampfhaft alles fest. Ohne zu sehen, dass so ein bisschen Investitionsbereitschaft nicht verkehrt ist, um nach vorne zu kommen. Also gibt es vom Universum eine neue Aufgabe fürs Wachstum. Oh. Chance auf Glück, Chance auf Wohlstand, Ass der Münzen. Und es ist natürlich so, dass mit diesen Chancen, die vom Universum reingeschickt werden, auch immer wieder die Chance besteht, diese zu verpassen. Also heißt es jetzt auch wieder ausgleichen mit der Temperance, in die Führung zurückfinden, vor allen Dingen in die eigene Führung. Deinen Mut zurückzufinden, 7 der Stäbe. In deine Mitte zurückzufinden, damit du wieder zielbereit bist. Weil aktuell ist es so, dass dein Bogen zwar gespannt ist, aber so schwer, dass er nicht aufs Ziel hindeutet. 8 der Stäbe bringen Beschleunigung mit guten Nachrichten, können aber dann, wenn du ungeklärt bist, für Überforderung sorgen. 6 der Münzen, das teilende Prinzip. Geben und nehmen, ohne das Gefühl von Abhängigkeit zu bekommen. Und mit der Welt heißt es auch bei euch hier, rein in die Wunscherfüllung, rein ins Ganze. Also, hier ist eine Chance für dich. Eine Chance auf Glück, eine Chance glücklich zu werden oder sogar Wohlstand zu bekommen. Auch wenn du schon viel erreicht hast, gehört es zum Leben auch dazu zu erkennen, dass wir manchmal Dinge, Ideen, Visionen gehen lassen müssen, wenn sie nicht ertragreich sind. Genauso aber auch Menschen gehen lassen müssen. Weil wir können sie nicht immer tragen. Ja. Also finde deine eigene Führung wieder, damit du diese Chance auch nutzen kannst, die dir jetzt hier auf den Tisch gelegt wird. Damit du nach vorne kommst, damit du deinen Wunsch in die Tat umsetzen kannst und nicht das Gefühl hast, du schleppst 10 Tonnen hinter dir her.